Generierte, gerenderte, mit Musik unterhaltene und interaktive Softwarepräsentationen und möglicherweise frei verfügbar. Demos sind oft synchronisiert zur Musik und im Prinzip gibt es da jetzt keine großartigen Regeln, was eine Demo darstellen soll. Das kann bizarrer sein, so vielleicht das von vorhin. Es kann technisch anspruchsvoll sein, es kann stylisch sein. Demos können ganze Geschichten erzählen oder irgendwelche Eindrücke. Je nachdem, was die Leute mit dieser Demo bezwecken, sind da eigentlich keine großartigen Limitationen jetzt, bis auf die eigene Vorstellungskraft vielleicht. Was Demos jetzt nicht sind, was von vielen Leuten verwechselt wird, sind irgendwelche eingeschränkten Trial-Versionen von kommerziellen Applikationen oder spielen zumindest nicht im Kontext jetzt der Demoszene, die wir heute vorstellen wollen. Wir sind alle Mitglieder der Demoszene und die Demoszene ist im Prinzip eine Subkultur des Computerunterrichts. Da gibt es ja auch verschiedenste Bereiche, Hacker und alles mögliche andere in der Demoszene. Geht es allerdings vor allem um die Art, sich mit Technologie auf kreative Art und Weise auseinanderzusetzen. Das Medium Computer, wie gesagt, wird dort verwendet, um die eigenen Ideen irgendwo auszudrücken, Stile und so weiter. Die Mitglieder der Demoszene sind üblicherweise aus Europa, vor allem Skandinavien und Deutschland. In anderen Bereichen, in Asien, in Amerika, ist die Demoszene eigentlich weniger bis gar nicht vertreten und geschätzt wird sie auf ca. 10.000 Mitglieder. Das kann man allerdings auch nicht so genau sagen, nachdem es ja da jetzt keine wirklichen Erhebungen gibt. Die Leute, die in der Demoszene aktiv sind, sind meist relativ jung. Wir haben viele Schüler, viele Studenten und meistens sind die Leute zwischen 18 und 30 Jahren. Es gibt natürlich Ausreißer, es gibt auch 15-jährige Coder, es gibt auch 45-jährige Leute, aber so im Durchschnitt ist es ungefähr diese Altersgruppierung. Und die Mitglieder der Demoszene formieren normalerweise aufgrund der Arbeitsteilung dann eine Demogruppe. Da haben wir ein Beispiel für ein Foto einer Demogruppe. Das wäre in diesem Fall ein Teil unserer Demogruppe, allerdings sind wir ein bisschen mehr, aber eine Demogruppe besteht normalerweise zumindest mal aus einem Coder. Besser wäre es natürlich, wenn man da auch noch Grafiker hätte, wobei man da wieder unterteilen kann in 2D-Grafiker, die irgendwelche Overlays machen können, mit Photoshop irgendwas pixeln können oder verändern können oder direkt mit irgendwelchen Grafiktablets 2D-Grafiken erzeugen können. Und 3D-Grafiker, die halt irgendwelche 3D-Szenen dann erzeugen oder Renderings, Raytracings, wie auch immer. Da werden ganz normale kommerzielle Programme normalerweise dafür eingesetzt, aber es kommt auch immer wieder vor, dass Coder in einem Anfall von Ehrgeiz komplett eigenständige Applikationen entwickeln, mit denen dann die Grafiker arbeiten können. Und Coder an sich sind der Grundbaustein in jeder Demogruppe, weil sie grundsätzlich für das Demosystem zuständig sind, für die Grafik-Engine, für Tools, für Scripting-Sprachen, Exporter, für die ganzen Effekte. Und normalerweise wird heutzutage das Ganze in C++ entwickelt oder in Assembler, je nachdem, wie wichtig da jetzt die Performance ist. Als drittes hätten wir dann auch noch Musiker, die früher mal angefangen haben, Chiptunes zu komponieren. Das sind so kleine Modulsongs, so ähnlich wie Files. Das heißt, dass wir da jetzt
anstatt der Instrumente eigene Samples dafür verwenden. Oder in neuerer Zeit eigentlich werden MP3-Songs verwendet, die halt auch wieder mit irgendwelchen Programmen erzeugt werden. Zusätzlich gibt es dann Organizer, die für die Kommunikation zwischen den Members irgendwo verantwortlich sind. Früher waren auch die sogenannten Swapper wichtig. Das sind einfach Leute, die die Releases dann mit anderen Swappern auf der ganzen Welt ausgetauscht haben. Es haben sich auch riesige Kreise entwickelt, wo sich die Leute gekannt haben und wo sie halt dann die Releases ausgetauscht haben. Als letztes gibt es noch Designer, Ask Artists, wobei die im Prinzip schon wieder eine eigene Szene bilden und auch eigene Releases haben. ASCIIs sind also Textgrafiken, die auf möglichst kunstvolle Art und Weise zum Beispiel irgendwelche Infofiles für Demos darstellen können. Die Demoszene stammt oder kommt ursprünglich eigentlich aus der Cracker-Szene. Die Cracker-Szene ist eine Szene, die sich in den frühen 80er Jahren auf Heimcomputern entwickelt hat und die sich damit beschäftigt hat, auf mehr oder weniger illegalen Weg, Programme bei kommerziellen Programmen den Kopierschutz zu entfernen und diese Programme dann halt weiter zu verteilen. Weil das Ganze ja irgendwie etwas fad ist, wenn man dann auch nicht weiß, von wem das ist, ist es dann normalerweise so entstanden, dass diese Cracker ihre Cracks auch noch signiert haben, damit jeder sozusagen erkennen kann, diese Cracker-Gruppe hat wieder das neueste Programm gekriegt und war erfolgreich und hat Funk und Werbe und alles Mögliche verdient. Diese Vorspänne, die man diesem gekriegten Programm dann vorgestellt hat, sind dann so Grafikdemonstrationen geworden, die immer komplexer geworden sind, die dann auch mit Musik irgendwann unterlegt wurden, mit irgendwelchen Scrolltexten, mit Informationen, mit Effekten, mit allem Möglichen. Und eigentlich hat sie dann irgendwann in der Cracker-Szene haben sich eigene Untergruppen entwickelt, die nur noch für die Grafikeffekte da waren. Dann das Ganze natürlich, wie gesagt, illegal war, haben sich die Leute nicht mit dem echten Namen angesprochen, sondern sie haben sich irgendwelche Fantasienamen ausgesucht. Das sind die Handles, die auch heute in der Demo-Szene übernommen wurden. Wie gesagt, mein echter Name ist ja Mario Topf, aber in der Demo-Szene sprechen wir uns alle mit Handles an. Deswegen haben wir da auch den Anlog und nicht den André Groß. Und so weiter. In den späten 80er Jahren haben sich diese Effektcoder dann von der Cracker-Szene irgendwann emanzipiert und es ist eine eigene Szene entstanden, nämlich, wie gesagt, die Demoszene. Ein kleiner weiterer Punkt, den noch der Unlock noch besser ausschmücken wird, ist, dass sich die Cracker normalerweise, um ihre Releases zu tauschen, auch direkt auf sogenannten Copy-Parts getroffen haben. Auf diesen Copy-Parts sind halt die Programme dann getauscht worden oder die Cracks getauscht worden und das konnte auch schon mehrere Tage dauern. Teilweise sogar eine ganze Woche, je nachdem, wie viel Zeit die Leute hatten, mit Party und allem drum und dran. Und irgendwann ist in diesen Copy-Parts dann auch hat es eigene Competitions gegeben, in denen einfach nur noch die Grafikeffekte gezeigt wurden. Und die Musik, die jetzt diese Sub-Demo-Gruppen der Cracker-Gruppen gemacht haben. Und aus dem hat sich dann später auch die Demo-Party entwickelt. Aber da möchte ich dann auf den Kollegen weisen, die uns dann später noch mehr darüber erzählen werden. Oder Demo-Partys, die es in der Schweiz gibt. Auf diesem Foto sehen wir zum Beispiel die Mecha Symposium 2002. Das war eine Demo-Party, die es heute leider nicht mehr gibt, aber abgelöst worden ist von einer äquivalenten Demo-Party. Und da haben wir zum Beispiel 1200 Besucher gehabt. Das Ganze hat 3 oder 4 Tage gedauert, bin mir nicht ganz sicher. Und ist, wie gesagt, eigentlich für einen echten Demo-Szene relativ relevant, dass man sich dann auch auf Demo-Partys bitten lässt. Dann ist natürlich die Frage, warum macht man sowas?
Naja, normale Leute haben normale Hobbys, seltsame Leute haben vielleicht seltsamere Hobbys. Aber grundsätzlich kann man vielleicht festhalten, dass irgendwo eine gewisse Technikbegeisterung da vorhanden sein muss. Oder auch Selbstverwirklichung, Respekt von anderen Szenen. Aber was die ganzen Leute immer vereint ist, dass in der Demoszene jetzt keine Regeln gibt. Es ist nicht wie ein Tennisverein, sondern es ist einfach alles möglich, was man machen will. Es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und wenn irgendjemand jetzt eine AOL-CD-Zerstör-Kompo organisieren will, dann wird die einfach organisiert. Und wenn eine Festplatten-Weitwurf-Kompo organisiert wird, dann wird die organisiert und es wird einfach gemacht und fertig. Ist natürlich für die Community an sich auch sehr interessant, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und wir haben ja in der Demoszene jetzt nicht nur die Produktionen, sondern halt diese ganzen sozialen Komponenten. Was wird in der Demoszene eigentlich so erzeugt? Es gibt verschiedene Posttypen, zum Beispiel Intros. Das sind sozusagen aus historischem Kontext ganz kleine Programme, die zum Beispiel 4 Kilobyte groß sind oder 64 Kilobyte. Im Vergleich, wenn man zum Beispiel ein neues Word-File öffnet und das speichert, ohne dass irgendwas drinsteht, dann hat das 20 Kilobyte circa. Je nach Version mehr oder weniger. Wie gesagt, in einem 64 Kilobyte Intro muss halt dann Animation rein, müssen Effekte rein, muss Text rein, muss Musik rein, soll man starten können und es soll funktionieren. Schauen wir uns jetzt die Demo-Produktionen an, wie sich das im historischen Kontext entwickelt hat. Ganz am Anfang waren das ja eigentlich nur hart gecodete Effekte. Das waren einfach so kurze Animationen mit zum Beispiel irgendein Plasma oder irgendwelche Copper-Bars oder da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, was man so darstellen kann. Und das war eigentlich im Prinzip alles ganz simpel. Man hat dann zum Beispiel auf die Space-Taste gedrückt und es ist der nächste Effekt gekommen. Vielleicht noch irgendein Sinus-Scroller dazu, irgendein Message, irgendwelche Grüße an irgendwelche befreundeten Gruppen oder fucking Santa Culas oder wen auch immer. Also was ich jetzt hier mache, das ist ein C64-Demo reinladen. Das dauert natürlich im Gegensatz zu den PCs da drüben einiges länger. Das ist jetzt auch soweit. Das war ein Demo aus dem Jahr 1992, das hat eigentlich damals sehr viele Rekorde gebrochen, weil es eben Sachen gezeigt hat, die eigentlich nicht vorgesehen waren auf dem C64. Und das hatten damals auch die Competition gewonnen unter 13 anderen Mitbewerbern. Es ist natürlich schade, dass wir hier keine Boxen haben, dass wir hier noch den Sound dazu hören, das ist sehr schade. Das ist jetzt eine Art von Raytracing-Adaption. Das ist eigentlich etwas, das gar nie so gedacht gewesen wäre auf dem Commodore 64. Also zum Beispiel, da mag ich mich erinnern, wie man das gestern gewesen ist, als dieses Demo gezeigt wurde, da sind selbst die damaligen PC-Freaks aufgestanden und haben der Gruppe applaudiert, also ein Respekt von einem darüber gestellten System quasi. Also das ist natürlich eine sehr schöne Hommage, auch wenn jemand, der eine bessere Maschine hat, Respekt zeigt, auch gegenüber einem ganzen kleinen Computer. Jetzt ladest du ein neues, oder? Jetzt ladet er den nächsten Part, weil das ganze Demo, das ist nicht ein Single-File, sondern ein Multi-File, das heißt mit verschiedenen Parts, die dann halt hier mangels Speicher nachgeladen werden müssen, was im PC natürlich aufs Maul geht. Jetzt hier haben wir die Ladephase, die ist jetzt abgeschlossen und dann geht es ein Weilchen. Und hier ist jetzt sehr schade, dass wir hier nicht den digitalen Sound dazu haben, weil das passt. Also es ist sehr darauf abgestimmt und eben das ist so ein Digipart. Also das im Hintergrund sind eigentlich alles digitale Musiken, die dazu passen. Ich habe jetzt angefangen, auf verschiedenen Partys eine sogenannte C64-Demo-Show zu machen, wo dann einfach so 3 bis 4 Stunden die besten Demos gezeigt werden, auch aus dem, ich sag mal, Retro-Gedanken hinaus, dass das Ganze
ja, trotzdem noch erhalten bleibt und die Leute sich auch noch animiert fühlen, darauf etwas zu machen. Gar nichts gesagt. Da ist ja ein Amiga-Monitor, der hat einen Lautsprecher drin. Zum Beispiel da sehen wir jetzt eine typische Verbindung zwischen Szene und realer Welt. Also Fruit of the Balloon, das sind ja die T-Shirts, die Marken. Oder? Also auch dort, das, was man gesagt hat, die Verflechtung, dass dann jemand sich die Idee aufgreift und die jetzt in dem Fall, ja, als ein Demo-Namen nimmt zum Beispiel. Ah ja, da kommt immer das mit diesen ganz langen Texten, das habe ich schon öfter gesehen, wo es ganz lang vorher irgendwas erzählen. Gut, hauptsächlich sind das einfach Überblendsachen oder einfach Grüße. Eben früher haben wir sich so müssen grüßen, wenn wir kein Internet hatten. Also bei mir als Beispiel sind alle drei Wochen an die 100 bis 150 normale Briefe raus mit Disketten und dann natürlich zu jedem noch eine persönliche Note. Aha. Also man hat dort schon den Kontakt gesucht. Es ist halt alles ein bisschen einfacher. Und jetzt für mich persönlich, das hat für mich eben noch so ein gewisses Etwas. Das ist schwer zu umschreiben. Aber es gibt ja schon so Flash-Straßen, schon gesehen, was mit Flash soll ich auch nachbauen. Gell? Ja. So und ich sage jetzt, sowas ist ja, kenne ich jetzt auch ein bisschen mit Flash aus, ist eigentlich nicht mal so schwierig zu machen, weil was haben wir hier? Wir haben hier eine Laufschrift, die auf dem PC sehr schnell erstellt oder unter Flash sehr schnell auch erstellt werden kann. Hingegen hier, da weiß ich jetzt zum Beispiel, da die Schwierigkeit, also man sagt denen in der C64-Sprache der Sideboarder. Und es war sehr schwer, dass im eigentlichen Bildschirm etwas abgelaufen ist, plus zusätzlich, dass nur irgendwas an Grafik im Sideboarder gestanden hat, weil das ist eigentlich nicht ein anzeigbarer Bereich offiziell. Was auch wiederum, ja, wo man dann eigentlich ein bisschen weitergegangen ist. Das ist allerdings dann Design und Scene-Poetry und diese ganzen neumodischen Dinge haben eingehalten in der Demoszene und das Ganze hat sich wegentwickelt, jetzt nur von der effektlastigen Seite hin zu Design. Und um die Turnaround-Times, um sozusagen mit dieser neuen Komplexität fertig zu werden, sind dann auch Scripting-Systeme geschrieben worden von den Programmierern und später dann auch Demo-Tools. Also ich kann das vielleicht an einem eigenen Beispiel jetzt direkt zeigen. Wir haben uns ja selber auch sozusagen in dieser Art und Weise fortentwickelt. Am Anfang probiert man einfach mal ein Demo zu programmieren und kommt dann relativ schnell drauf. Wenn man irgendwo jetzt zur Millisekunde 10.000 einen Effekt ein bisschen früher haben will, dann muss man den ganzen Programmprojekt umändern, das Ganze neu kompilieren. Das dauert ewig lang, dann startet man das Programm, sieht, es funktioniert doch nicht so, muss es wieder im Programmcode ändern und das ist natürlich wahnsinnig zeitaufwendig. Wenn man dann jetzt nicht Wochen und Tage einfach nur da sitzen will, um irgendwelche Millisekunden da jetzt ein bisschen zu verändern, dann muss ich was Neues überlegen. Unser Ansatz war, dass ich gesagt habe, okay, dann programmieren wir doch einfach ein Scripting-System. Das jetzt kurz mal herzeigen will. Ich lade da eben eine Demo, die jetzt von uns irgendwann Evoke 2003, glaube ich, released worden ist. Also die Demo-Part heißt Evoke 2003. Und im Prinzip sieht das Ganze dann so aus, es läuft die Demo, wunderbar. Und wenn man jetzt irgendwas ändern will, drücke ich Tabulator und habe da jetzt schon meinen Scripting-Code. Man sieht da jetzt genau irgendwelche komischen Befehle. De facto sind es wahnsinnig viele komische Befehle. wenn man jetzt irgendwas ändert, das Ganze neu speichert und die umsetzt, dann verändert sich das auch. Zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel das S im Spektrum nicht zeigen will, dann kommt hier das aus. Ups. Speichert das Ganze neu, drücke 5 und das Ganze startet neu mit dementsprechender Variation. Zum Beispiel jetzt steht da jetzt nur Textum anstatt Spektrum. Und man könnte es jetzt natürlich auch etwas komplizierter machen, das möchte ich euch Ihnen aber jetzt ersparen, nachdem auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit ist, sondern gleich in der Evolution einen Schritt weitergehen. Wir haben ja dann auch erkannt,
Ja, für die Coder ist ja das irgendwie ganz lustig. Man hat wieder seinen E-Ton, man kann da rumschreiben und so weiter und so fort, aber eigentlich soll das ja auch die Grafiker machen, weil man will sich ja irgendwie auch entlasten und die Grafiker können das ja viel besser, weil sie ja irgendwie das Gefühl haben, im Gegensatz zu den Codern, die eigentlich nur schreiben sollen und Effekte programmieren. Deswegen war unsere nächste Idee dann, naja, die Grafiker, die wollen halt keine Befehle schreiben und sich vertippen und sich ärgern über Fehlermeldungen und das Ganze ist halt auch, die wollen halt irgendwie Parameter verändern und mit der Maus Dinge ziehen und Farben klicken und Punkt und alles. Deswegen haben wir uns gedacht, sowas brauchen wir auch und haben das Hennecke.net-Demo-Tool entwickelt. Adolf Hennecke, das war in der DDR, ein Kohlenschichtarbeiter, der irgendwie dazu benötigt worden ist, seine Norm drastisch überzuerfüllen. Und in einem Akt der Glorie hat er dann seine Norm um 387% übererfüllt. Also statt 6 Tonnen irgendwie 24 Tonnen gefördert. Und das war dann in der DDR ganz toll. Und daraufhin ist dann die Arbeiterrevolution und Adolf Hennecke über alles und wir müssen alle unsere Norm erfüllen, übererfüllen und so weiter entstanden. Und das wollte ich irgendwie unseren Grafikern auch mitgeben. Sie sollten ihre Norm doch auch überfüllen, möglichst um 387%. Und dementsprechend ist Demo-Tool entstanden. Das sieht jetzt so aus, wir haben da verschiedenste Fenster, die natürlich alle, oh, die ist cool, toll irgendwie dockbar sind und umstellbar sind und so weiter halt. Also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Jetzt kann man in diesem Schema da irgendwie Kästchen erstellen. Zum Beispiel, wenn man irgendwas einfach an, ein Overlay, habe dann da in der Property Bar verschiedenste Eigenschaften. Zum Beispiel wäre es irgendwie sinnvoll, wenn ich jetzt mal irgendein Bild einladen würde. Und ja, dann würde ich irgendein tolles Bild aussuchen. Zum Beispiel, ja, Otto Wanz. Dann gehen wir dann im Sequenz rein. Und wenn ich dann die Zeit verstehe, ups, da haben wir. Okay, also vielleicht ist er da jetzt etwas dick geraten, deswegen sollte man etwas scalen. Und wie man da sieht, also ich kann das da einfach interaktiv vorstellen und wir sehen es sofort und waren natürlich alle entzückt, da sie jetzt endlich klicken können und bunt und toll, genauso wie sie es immer haben wollen. Und diese ganzen Parameter, die man da sieht, für Winkel verstellen und Alpha Blending enablen und den Blending Modi umstellen auf komische Art und Weise, was jetzt nicht für den Hintergrund der Schwarz ist. Die kann man natürlich auch alle irgendwo animieren. Zum Beispiel könnte ich jetzt ja, die X-Position animieren, indem ich einfach auf das A daneben klicke und dann zum Beispiel einen Sinus da jetzt attach. Das bedeutet, dass ich einen Sinus-Controller erstelle, der über die Zeit den Wert dieser X-Position verändert. Ich klicke einfach drauf. Dann müssen wir umattachen. Ja, so schaut dann die Animation aus. So. Jetzt hätten wir zum Beispiel einen Sinus, der halt auf die X-Position des Overlays gemappt ist. Wir haben die Frequenz verstellt und die Amplitude und alles Mögliche. So kann man eigentlich dann Demos erstellen. Ich könnte das etwas komplexeres zeigen, zum Beispiel habe ich gestern auch noch kurz etwas vorbereitet, in 20 freien Minuten, irgendwelche komischen 3D-Modelle verwendet, die ich noch so rumgelegen hatte. Das wäre dann zum Beispiel eine andere Demo. Wir sehen bei uns einen Turrican, wir sehen im Hintergrund ein komisches Plasma, wir sehen ein gestohlenes Hautjob-Overlay und verschiedenste komische Effekte, originales Spektrum und Otto Wanz. Ja, und so lassen sich eigentlich Demos machen. Wenn man dann will, kann man einfach sagen, make Demo, oh Lord, it's true, make that Demo, ja, passieren Fehlermeldungen
Und dann ist Demo prinzipiell beinahe fertig. Und wenn es dann funktioniert hätte, so wie jetzt natürlich nicht, auch wenn es eine Entwicklerversion ist, sieht man es, man hat dann eigentlich eine fertige Exe, in der die ganzen Daten drin sind, die kann man starten, weitergeben. An starte eigentlich? Ja. Was hätte man denn da? Irgendwas Tolles. Zürich 05, da bin mir nicht sicher, was es ist, aber ich werde es gleich feststellen. Ja, genau. Und da haben wir unseren Terry-Clan. Etwas modifiziert, aber im Prinzip ist es dann die fertige Demo. Und so ist es natürlich um einiges lustiger für die Grafiker, irgendwelche Demos zu machen. Sie müssen sich nicht mehr mit irgendwelchen komischen typischen Befehlen auseinandersetzen, sondern sie klicken das Punkt und toll zusammen und fertig. Was nämlich in der Demoszene auch sehr wichtig ist, sind Medien und News. Also man muss immer schön aktuell bleiben, was es alles Neues gibt, welche Partys stattfinden werden, welche Releases geplant und erschienen sind. Und dazu gibt es natürlich heutzutage im Internet verschiedenste Seiten. Zum Beispiel ist da Orange Choice. Diese Seite gibt es schon seit Ewigkeiten und sie ist hauptsächlich eigentlich für News da. Und hier erfährt man eigentlich immer das Neueste, was es so gibt. Zusätzlich gibt es hier auch eine riesige Datenbank an Szenen, also alle, die da registriert sind. Sowie auch zum Beispiel Übersichten über Geburtstage, über Partys, die stattfinden werden, Webcams und vieles mehr. Genau, ochoice.net, falls das jemanden interessieren sollte. Eine weitere wichtige Seite ist Web. Oder wie man das auch immer aussprechen will. Auf dieser Seite sind viele Releases, außer Demos und Magazine und Intros und Grafikshows, alles aufgelistet und man kann dort auch direkt Kommentare dazu abgeben und so seine Meinung kundtun. Diese Seite ist unter web.net erreichbar und eine der wichtigsten ist scene.org. Das ist ein riesiges Archiv, wo alle Demos und alle Releases der Demoszene seit einigen Jahren schon gespeichert werden und auch von dort heruntergeladen werden können. Also wenn ihr mal zu Hause Demos anschauen wollt, ist scene.org sicher die richtige Adresse für euch. Zusätzlich gibt es natürlich noch tausende andere Seiten, seien das von Gruppen oder von einzelnen Personen und man findet eigentlich alles im Internet. Google ist auch immer eine gute Hilfe. Zusätzlich zu den Webseiten gibt es die Diskmags. Das sind eigentlich komplette Magazine mit Artikeln und allem, die aber auch wie eine Demo eine ausführbare Datei sind. Ich selber bin Editor eines Diskmags und habe hier ein paar Screenshots jetzt reingemacht. Könnt ihr mal anschauen. Mein Diskmag heißt Pain. Und das gibt es jetzt mittlerweile schon seit irgendwie 1996. Viele Macs, so auch Pain, beginnen mit einem Titelbild, das von der besten Grafiker natürlich der Szene jeweils gezeichnet wird. Das ist nämlich handgepixelt oder zumindest in Photoshop gezeichnet mit einem Grafiktablett. Dann kommt man zu einem Menü, wo man die verschiedenen Kapitel auswählen kann. Zum Beispiel die News. Was heißt handgepixelt? Handgepixelt heißt so viel wie das, also das hat man vor allem früher gemacht, noch auf der C64 oder auch auf dem Amiga, wo dann eigentlich bei einem Bild, das natürlich eine etwas kleinere Auflösung hatte, zum Beispiel 320 mal 200 Pixel, und da wurde effektiv jedes Pixel von Hand gesetzt und so ist das Bild dann entstanden. Also zum Beispiel hat man da auch statt der Maus oft einen Joystick benutzt. Und ja, das war ziemlich mühsam. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel ein Review von einer Audio-CD oder hier die Charts, welche Demos jetzt die besten sind, inklusive natürlich Punkten und ob die jetzt aufgestiegen sind oder zurückgehen. Dann ein Party-Report mit Bildern auch und dann allgemeine Artikel, zum Beispiel Making-ofs. Und was wir auch in jeder Ausgabe drin haben, ist der Newbies Guide, wo die wichtigsten Links und Ressourcen für Neueinsteiger in die Szene quasi aufgelistet sind, sodass man sich auch zurechtfinden kann.
Und wenn man das Magazin am Schluss beendet, kommt oft noch ein Endbild. Bei uns ist manchmal auch eine Endanimation dabei. Und ja, das wäre ungefähr ein bisschen. Zeitschriften gibt es natürlich auch, beziehungsweise bald. Es ist nämlich im Moment ein Projekt am Entstehen, das sich Ziel nennt und allgemein über digitale Extravaganz berichten soll. Das heißt, da ist nicht nur die Demoszene drin vertreten, sondern auch andere Sachen wie Animationen, Retro-Sachen, was es halt alles so gibt im Zusammenhang mit Computern und irgendwie Kunst und Grafik und so. Also das sollte demnächst eine Webseite geben dazu, unter scene.org, nicht zu verwechseln mit scene.org, was ich vorhin gezeigt habe. Und ab April wird es auch eine Printausgabe an den Kiosk und so weiter geben. Was es auch gibt über die Demoszene sind Bücher. Einige davon sind zum Beispiel Hackerland, das sind Bücher, die von Leuten geschrieben wurden, die schon ganz am Anfang dabei waren. Und zum Beispiel auch dann mit diesem ganzen, was der Parallax vorhin erwähnt hatte, mit dem ganzen Cracker und so weiter da involviert waren. Da sind so einzelne Geschichten erwähnt und erzählt. Die Art of Realtime ist eher ein Buch mit weniger Inhalt, dafür ganzseitigen Bildern und Screenshots von Demos. Und demnächst gibt es ein Buch, das eigentlich die ganze Demoszene abdecken soll. Das wäre dann Freaks. Das sollte so aussehen. Das habe ich gestern erhalten von dem, der das Buch schreibt. Das wird dann an Partys und im Internet verkauft und enthält eigentlich die komplette Geschichte der Szene von C64 und Amiga, PC. Und was sehr wichtig ist, es ist auch von einem Szene geschrieben. Natürlich ist das Englisch, damit das auch international verkauft werden kann. Gut, kommen wir zu einem wichtigen Punkt auch der Demoszene. Vielleicht ist bis jetzt der Eindruck entstanden, dass das vor allem für Leute ist, die irgendwie keine Freude haben oder so. Freaks oder was weiß ich. Aber das ist nicht so. Also vielleicht zum Teil schon, aber nicht, trifft nicht auf alle zu. Denn das sogenannte Socializing ist eigentlich auch ein wichtiger Effekt. Oder Teil der Szene. Halbzeit. Okay. Genau, durch die Szene entstehen zum Teil langanhaltende internationale Freundschaften. Also wenn ich zum Beispiel in die Ferien nach Helsinki fliege, kenne ich da jemanden, der mir die Stadt zeigt. Und das gilt fast für jede Stadt in Europa. Und man hält auch untereinander Kontakt, ohne jetzt Bezug zur Szene direkt. So, man kann auch zusammen irgendwie an Partys, an normale Partys gehen oder eben an Demo-Partys. Das sieht dann so aus, das ist ein Bild von einer kleinen Party. Oder hier, so, ein Bild von einer großen Party. Die kleine ist in einem Dörfchen in der Nähe von Stuttgart und die große ist in der Hardball Arena in Helsinki, falls das jemand ein Begriff ist. Das ist eine große Eishockey-Arena. Ja, wie Parallax schon gesagt hat, ist die Demoszene eine Art Subkultur und da machen verschiedene Leute mit und verschiedene Interessen und eigentlich geht da alles. Und zwar vom Schüler bis zum Abteilungsleiter und Chef sind alle dabei. Die Demoszene ist auch irgendwie ein Abbild der Gesellschaft, aktuelle Themen werden aufgegriffen und es ist immer sehr schwierig, das Außenstehenden begreiflich zu machen. Man muss nämlich fast effektiv dabei sein oder das zumindest verfolgen, um es auch wirklich zu verstehen. Ja, und jetzt habe ich eine kleine Slideshow vorbereitet zur Demoszene. Mal schauen, ob das funktioniert. Zu Demo-Partys. Mal schauen, ob das funktioniert.
als auf jedem PC anders, von der Musik und Geschwindigkeit her, aber es ging ungefähr auch. Ich hoffe, das hat einen kleinen Einblick in Demo-Partys gegeben, denn das sind für eigentlich für alle Demoszenen, ist das so eine gewisse Leidenschaft, da hinzugehen, und es zieht einen auch jedes Jahr wieder dahin, ob man will oder nicht. Aber was sind Demo-Partys jetzt eigentlich? Also daneben, dass sie auch ein, also vor allem ein Treffen von Demoszenen sind, gibt es dann natürlich Competitions, Wettbewerbe, wo die verschiedenen Demos gegeneinander antreten. Es gibt Wettbewerbe für Animationen, Musik, Grafik. Wichtig sind heutzutage die Wettbewerbe für Intros. Und der Fun ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, wie Paradox auch schon gesagt hat. Ja, es gibt Fun-Competitions, wer jetzt die Festplatte am meisten werfen kann oder ähnliches. Demo-Partys sind meistens oder eigentlich immer international. Also bei unserer Party in der Schweiz kommen da Leute aus England, Finnland, woher auch immer. Wenn es schönes Wetter ist, wird oft gegrillt und reichlich Bier konsumiert. Und die Partys dauern eigentlich normalerweise Freitag bis Sonntag, das heißt 3 Tage. Am Ostern ist eine große Party in Deutschland, die dauert dann 4 Tage. Und an Partys gibt es auch immer spezielle Events, also seien das Konzerte, zum Beispiel von Bands, die irgendwie mit Chiptunes Musik machen, Auftritte irgendwelcher Art. Also es ist viel los da und eigentlich mit einem an diesen 3 bis 4 Tagen niemals langweilig. Und normalerweise kommt man auch zurück mit einem Manko am Schlaf. Also, das ist dann immer knapp. Ja, jetzt ein wichtiger Teil heute Abend für uns ist natürlich die Demo-Party, die es in der Schweiz gibt. Die Bünzli heißt die. Und das ist dieser Kuhkopf hier, soll das darstellen, ist eigentlich unser Logo. Und dazu habe ich einen kleinen Film. Wenn man an die Leute herantreten will, weil man weiß ja nicht, wie reagieren sie generell, zum Beispiel bei Sponsoring-Anfragen, und da ist der Name natürlich ein sehr guten Türöffner. Mit dem verbunden ist natürlich, dass jedes Land seine eigenen Computerpartys hat, seine Competitions auch hat, und ich bin vor etwa 2 Jahren eigentlich mehr durch Zufall an die Schweizer Szene-Party gelangt. Und habe mich da sofort sehr zu Hause gefühlt. A, ist es eine sehr schöne Location, die wir haben in Winterthur, ein Kirchgemeindehaus, das, ich sage jetzt mal, vielleicht von dem her nicht so passt. Kirchgemeindehaus stellen sich auch alle ein kleines Häuschen vor, was in dem Fall nicht so ist. Das ist also ein riesen Gebäude mit allem Drum und Dran, Konferenzräumen, also nicht, dass das zu klein als zu klein aufgefasst wird. Vielleicht von der Besucherzahl her haben wir im Schnitt an die 150 bis 200 Szener da.
in den letzten Jahren, also in den letzten beiden Jahren, habe ich auch festgestellt, dass da immer mehr Leute kommen, die eigentlich keinen Bezug zur Szene haben, aber die es trotzdem auch interessiert, was machen die Leute da, weil viele Leute hören, Computerparty, da wird gespielt. Was bei uns eigentlich fast schon ein bisschen verpönt wird. Und wenn gespielt wird, dann ist es auf, ich sage mal, ganz alten Systemen, wie zum Beispiel C64 oder ein uraltes Teil von Nintendo, also wo dann auch der Retro-Gedanke ein bisschen zählt. Mit einer Begrüßung fängt das an, weil es ist uns auch sehr wichtig, dass die Leute, die kommen, auch etwas geboten bekommen, im Sinne nicht, dass permanent ein Programm ist, permanent Unterhaltung, sondern dass einfach ein Rahmenpaket auch gegeben ist. Ja, ich sage auch vielleicht für Leute, die einfach mal sagen, wir verstehen nichts von dem, wir gehen einfach mal hin, dass die auch ein gewisses Interesse daran haben und nicht nach 10 Minuten rauslaufen und sagen, oh, das ist ja langweilig, weil uns geht es auch darum, das Ganze dem normalen Publikum etwas näher zu bringen. Also speziell für mich ist es zum Beispiel eine Form von digitaler Kunst. Also es hat für mich eigentlich mit Computer, es ist das Mittel, ein Künstler, der hat seine Leinwand, seine Staffelei und ja, der moderne Künstler, der hat vielleicht seinen Computer und von dem her möchte ich das auch so gerne probieren rüberzubringen, dass die Demoszene und speziell natürlich unsere Party auch eine Art von Kunst ist und auch als solches verstanden werden soll. Bezüglich den Teilnehmern an so einer Party. Man hat jetzt auf den einen Bildern gesehen, doch relativ viele Frauen, was eigentlich ein Novum ist, sage ich mal, so der letzten drei Jahre. Als Beispiel, als ich 1992 an meine erste Demo-Party gefahren bin, das war nach Dänemark, da hat es vielleicht in der Halle zwei bis drei Frauen, Mädchen, die einfach so mitgekommen sind. Und in der heutigen Zeit hat sich das doch sehr ausgeweitet. Also es geht so weit, dass Freundinnen, Frauen vorbeikommen. Oder es gibt sogar nur eine Frauengruppe, habe ich gehört, was ich auch ja, sehr toll finde, dass man sich auch da wirklich von beiden Geschlechtern auch einsetzen kann. Und es soll ja nicht nur eine Männerdomäne sein. Also gerade ich sage im Webdesign zum Beispiel, im grafischen Bereich arbeiten sehr viele Frauen. Und ja, wieso sollen die da nicht auch dabei sein? Also das soll eigentlich für alle Geschlechter offen sein. Der Bünzli, die findet, wie gesagt, schon seit fast 10 Jahren statt. Ist also auch eine sehr lange Zeit, eine Kultur eigentlich. Und natürlich verbunden mit dem ist dann die Schweizer Party, das ist eigentlich die Heimparty, wo man sich auch versucht, ein bisschen zu profilieren, auch das Land zu zeigen, einfach auch ein bisschen der Kultur weiterzugeben. Und das ist eigentlich für mich und ich glaube für den größten Teil der Demoszene auch die Faszination, dass es nicht nur um den Computer geht, sondern dass die ganzen vielen sozialen Aspekte eigentlich auch noch dazukommen. Freundschaften, die sich lange Jahre ergeben. Man weiß nie, kommt wieder was. Zum Beispiel hat eine Gruppe ihr Werkzeug neu entwickelt, sind damit noch bessere Effekte möglich. Und das macht auch die große Faszination aus, weil die Technik bleibt zwar auf gewissen Systemen stehen, jetzt irgendwie im C64 ist mal fertig, PC geht immer weiter, es kommen immer neue Effekte, es kommen immer neue Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch die Spannung von einem Demoszene, was wird denn jetzt kommen, was wird gezeigt an den Möglichkeiten. Um euch aufzuzeigen, auf was geht es genau bei der Party, das ist ein Kernteam von etwa 10 Leuten, die das Ganze organisiert. Jeder ist natürlich auch wiederum sein Spezialist im Bereich, sei es Medien, sei es Sponsorensuche, sei es Netzwerk, was ja trotz allem auch immer vorhanden sein muss und so, ist eigentlich das Ganze, ich sage mal, fast aufgebaut wie eine Firma, wo jeder seinen Bereich hat, seine Helfer hat und wenn wir das optimal hinbekommen, dann haben wir am Schluss eine dreitägige Veranstaltung, wo, ich sage mal, 99,9% der Besucher nach Hause gehen und sagen, wow, es war eine super Veranstaltung und wir kommen nächstes Jahr wieder. We'll be right back.
We'll be right back.